Leute, wir sind zurück bei Animal Crossing. So, ich nehme jetzt den nächsten Part auf, der direkt danach kommt. Und heute werden wir uns ein bisschen in Nepp und Schlepps neuen Laden angucken. Das ist er. Der sieht doch echt schick aus, ne? Nukes Laden. Gehen wir mal rein und gucken mal, was wir da so im Angebot haben. Vielleicht ja irgendwas Gutes, wer weiß. Willkommen in unserem brandneuen, voll renovierten, generalüberholten, extra ausgebauten Einkaufstempel. Und du beehrst uns gleich am ersten Tag nach der Neueröffnung. Ha, womit haben wir das verdient? Bitte bleib uns weiter treu. Nukes Laden freut sich auf dich. Ganz doll. So, aber heute haben sie, ja, nichts im Angebot. Das ist schade, aber... So, dann wollen wir mal was verkaufen. So, all den ganzen Schrott hier, den wir haben. Schade, dass die beiden heute nichts für uns parat haben. Das ist ein bisschen traurig, aber was will man machen? Ah, Moment. Ich wollte noch nicht raus. Nein, ich habe doch noch gar nicht alles gezeigt. Oh. So, die haben jetzt nämlich auch neue Angeln. Die Fischangel zum Beispiel, die ist nichts anderes als eine normale Angel, nur dass sie ausgefallener aussieht. Das gleiche mit dem Sternkescher oder der Elefantenkanne oder der Kinderschleuder. Die halten genauso lange wie normale Schleudern, sehen nur anders aus. So, ah, was wir kaufen können, ist die Stoppuhr. Na, scheiße. Ich möchte hier nochmal rein. So, weil das hier haben wir jetzt... Die haben jetzt zwei Felder von jeweils allem. Tafelparkett. Hm. Aquaboden, nee. Lass mal stecken. So, das war's dann auch schon. Ja, Leute, das war Nukes neuer Laden, aber leider hatte er, wie gesagt, nichts Gutes im Angebot. So, und dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen darum kümmern, Dekorationen anzubauen und so. Damit müssen wir nämlich jetzt anfangen. Weil wir leider die Insel auf Stufe 3 kriegen müssen. Und da müssen wir ein paar Dekos machen für. Erstmal das Hartholz in Lager und damit ich euch die Stoppuhr zeigen kann, machen wir mal auf 3 Minuten. So, und jetzt könnte man Wettbewerbe machen, wie wer fängt die meisten Insekten oder die meisten Fische. Das ist schon ganz cool. So, packen wir ins Lager, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwas im Lager, was wir draußen aufstellen können? Wir nehmen so viel mit, wie wir können. Wir haben gar nicht mal so viel, ne? Wir haben wenig gemacht. Das können wir noch nehmen. Nee, eine Girlande nicht. Tja, und das war's dann auch schon. Mehr können wir leider nicht mitnehmen. Traurig aber wahr, so ist das Leben. Den Rest müssen wir leider basteln. So, nehmen wir das erstmal mit. Es ist vollkommen egal, wie ihr das macht. Wenigstens ihr verteilt Deko. Das ist wichtig. Ich finde das jetzt nicht unbedingt schön mit dem Häschen-Ding hier, aber... So ist okay. So, aber wir müssen Sachen basteln. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, wir nehmen uns Materialien mit, so viel wir können, und basteln so viel wir können. Selbst gebasteltes bringt euch übrigens mehr Punkte, als wenn ihr irgendwas aus dem mit Nukemeilen oder so kauft.
So, das heißt, wir brauchen Materialien, ganz viele. So, wo haben wir denn unsere ganzen Materialien hier? Davon haben wir echt wenig, ne? Ich hätte echt mal nicht so viel verkaufen dürfen, das war ganz schlecht. Weil wir haben fast nichts an Holz oder solchen Geschichten. So, dann gucken wir mal, wie viel wir gebastelt kriegen. So, etwas herstellen. Pappbusch will ich jetzt nicht unbedingt. Machen wir mal so einen Japan-Grabstein. Der kostet 30 Steine, Alter. So, weitermachen. Was haben wir denn noch so hier im Angebot? Wir brauchen Dekorationen. Ah, ne, es gibt sogar herstellbar. Hier können wir gleich mal gucken, was wir so herstellen können. Das ist ja nicht gerade viel, ne? Spielknete ist ja toll. So eine Schwingschaukel können wir noch machen. So ein Vogelhäuschen. Nee, Flachgartenstein will ich jetzt nicht unbedingt machen. Wir können sowas hier machen. Nochmal. So ein Vogelbartfels. Und dann nochmal sowas. So, mehr können wir erstmal nicht machen. Das ist ein bisschen scheiße, aber... wir haben halt noch nicht so viel. So, bastle Sachen. Ja. So, dann suche ich mir jetzt ein schönes Fleckchen. Ist ja egal wo. Irgendwo hier muss doch ein freies Fleckchen sein und nicht überall, wo Bäume hängen, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ich hack gleich einfach ein paar Bäume ab, Leute. Weil das ist ja jetzt ja richtig ätzend. Könnt ihr euch ja nicht ausdenken. Das ist mega nervig hier jetzt gerade. Wir haben nirgendwo ein freies Plätzchen. Doch, hier. Okay. Gut gemacht. So. So, einmal die Tränke, die haben wir ja auch noch. So, und es ist jetzt egal, wie wir es aufstellen. Gut. So, dann einmal einen Zaun ziehen. Das können wir auch machen. Ja, geil. Diese Blumen, ne? Das geht mir jetzt schon wieder übelst auf den Sack. Verpisst euch da mal bitte.
Gut gemacht. Sammel das ein, du blöde Kuh, Alter. Boah. So. Jetzt pflanzen wir diese bescheuerten Tulpen mal woanders hin. Bis auf das hier. Das kann ich eigentlich... Oh Gott, nein. Können wir ja gleich wieder verkaufen. Braucht eh kein Mensch. Scheiße. Oh, genau deswegen wollte ich das nicht. Jetzt müssen wir tatsächlich in den Shop rennen. So, pflanzen wir die Kacke hier einmal ein. Und das einmal hier. Das nervt mich schon wieder des Todes. So, und jetzt können wir anfangen, den Zaun zu bauen. So, sehr gut. Nee, das war falsch. So ist richtig. Ich kann nichts sehen, Alter. Toll. Perfekt. Und es ist eine Stunde später geworden. Egal. So, jetzt müssen wir ab hier bauen. Kleinen Moment. Ach, näher ans Haus kann man das gar nicht stellen. Okay. Dann ist das ja egal. So, und einmal hier lang. Und so. So, ich will ja nicht zu viel. Das war so falsch. Genau, bastel den einfach daran. Mach's absolut richtig. Oh ja, komm. Dankeschön. So, perfekt. Ein Zaun gezogen. So, und was haben wir sonst? Ja, genau. Ich möchte hier gerne noch... Nein. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin gerade konzentriert dabei. Oh Gott, ich hasse das so sehr, Alter. Jetzt darf ich die Kacke nochmal rausnehmen. Und genau so will ich das Ding ja nicht haben, Alter. Du blöde Kuh. Stell das doch richtig rum hin. Oh Gott, verpiss dich, du Ziegenbock, Alter. Dankeschön, endlich. Wie schwingt die jetzt? Gar nicht, ne? War ja klar. So. Jetzt ist die Frage, wie viele Sterne haben wir schon? Ich glaube, das hat gerade mal gereicht für einen. Ich muss unbedingt mehr Steine und sowas farmen. Sonst wird das nie was, weil wir brauchen 3 Sterne. Was sagt Melinda denn?
Oh, Train, guten Morgen. Ach so, stimmt ja. Herr Nook erwähnt es ja bereits, aber ich leite das offizielle Komitee für Erhebungen zum Insel-Image. Mitglieder haben wir zwar nur eines, nämlich mich, aber hey, zur Chefin wird man trotzdem nicht alle Tage. Jedenfalls kann ich dir jederzeit verraten, was die Welt so über unsere Insel denkt. Frag einfach, ja? Also dann, wie kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image. Sowas. Das Image unserer Insel interessiert dich also? Ja, das freut mich sehr. Dann erkläre ich dir schnell, wie unser offizielles Insel-Image-Umfragekomitee, also das bin ich bin ja das Komitee, jedenfalls wie das mit den Image-Umfragen so läuft, befragt werden Leute von hier, aber auch Besucher. Und aus all den Antworten wird dann eine Wertung gebildet. 1 bis 5 Sterne, ganz simpel. Das schließt alles Mögliche ein. Eine prächtige Natur, hübsche Deko, die strukturelle Fortentwicklung. Schlicht gesagt heißt das, je mehr Einwohner, je reicheres Dekor und je schönere Natur, desto mehr Sterne. 5 Sterne sind natürlich die Traumwertung. Einfach, oder? Und je hübscher, charmanter und gepflegter wir die Insel machen, desto rascher 5 Sterne für uns. Unsere Bewertung ist im Moment 2 Sterne. Also eigentlich ist unsere Insel schon ganz schön beliebt. Die Leute finden uns immer besser. Da wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Kaputt arbeiten sollte man sich nicht, aber wenn es um den Ruf der Insel geht, muss man schon ranklotzen. Mein Bruder und ich sind auf jeden Fall für dich da, wenn mal Not am Maulwurf ist. Kapische? Nun, das war's. Meine Befragung nach denken viele, dass in der Natur unserer Insel noch besonders viel Potenzial steckt. Was ist denn das allererste, an das man bei schöner Natur denkt? Na klar doch, Blumen. Gieß doch einfach mal die Blümchen, die überall wachsen. Dann haben wir schon bald ein buntes Wunderland. Und fertig, das war's auch schon. Wenn du mal wieder das Neueste zum Insel-Image erfahren möchtest, dann frag einfach. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nö, alles Paletti. Also schön. Falls es sonst noch etwas gibt, das ich in Zukunft für dich tun kann, lass es mich wissen. So. Jetzt haben wir schon 2 Sterne. Das ist cool. Dann werden wir jetzt noch ein paar Blümchen pflanzen. Blümchen können wir... wie viel Geld habe ich eigentlich? Blümchen können wir bei Nepp und Schlepp kaufen. Und dann werde ich irgendwann über die nächste Zeit... mal farmen. Holz und so, weil wir haben extremst wenig, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir hätten wesentlich mehr, aber das habe ich wohl mir von meinem Privataccount zu doll abgeguckt. So, was habt ihr denn an Blumen und so? Nur die Nadelbaumsetzlinge brauchen wir nicht. Nehmen wir mal 5 von diesen Triumphtulpen mit. Und... so eine Rotlilie. Dann nehmen wir noch so eine Flora-Tulpe mit. Und ein Pfingstpfeilchen. So, und die pflanzen wir jetzt noch. Und dann war es das auch schon mit dem Part. Mehr können wir hier leider nicht machen. So, die können wir einfach überall auf der gesamten Insel verteilen. So, wir sollten auf jeden Fall Blumen verteilen. Das wird zwar nervig, diesen Quatsch später wieder auszupflanzen, aber wir brauchen die 3-Sterne-Bewertung, wenn wir mal weiterkommen wollen. Und was haben wir gekriegt? Meistergärtner. Je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner ist unsere Insel. Deshalb verleihe ich den fleißigsten Blumenpflanzern die begehrten Nookmeilen. So, das hätten wir. Weiter geht's. Nein. Und... einmal hier. So, dann müssen wir weiter hoch noch Blumen pflanzen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Parts gesteckt kriegen, dass wir die Stufe 3 Bewertung bekommen. So, gut, auf der Seite haben wir eigentlich
Blümchen gepflanzt, nur hier noch nicht, hier noch nirgendwo. So, hier sind überall ein paar Blümchen. Dann machen wir hier weiter. Ich glaube auch, die Blumen müssen erstmal auswachsen, bevor wir dann die Wertung bekommen. Nee, nee, nicht an Eingang. Nein. Und ein Blümchen hierhin. Da dürfte es keinen stören. So, machen wir eins noch hierhin. Und hierhin. Hier kommt auf jeden Fall ein Blümchen hin. So, und noch am Campingplatz, würde ich sagen. So. Perfekt, so ein paar Blümchen haben wir gepflanzt. Dann war es das auch für diesen Part. Hey Train, da bin ich. Wie versprochen sind wir jetzt ganz offiziell Nachbarn. Solari ist jetzt meine neue Heimat. Wir beide werden hier sicher noch viel Spaß haben. Oh, Verzeihung. Ich wollte nur schnell eine kleine Meditationspause einlegen. Haben wir uns gestern ausführlich unterhalten oder habe ich das nur geträumt? Da hattest du zwei Köpfe und jetzt nur einen. Also wenn ich jetzt wach bin, war das gestern wohl ein Traum. Ne, also wie geht es dir, Manno? Hm, alles klar bei dir, Manno? Ich will plaudern. Warst du schon in Nukes Laden, seit er so groß ist? Manno, Nepp und Schlepp haben jetzt aufeinander abgestimmte Schürzen, die richtig knuffig aussehen. Ich will auch dort arbeiten. Vielleicht sollte ich eine Bewerbung schreiben. Mach das, Felix. Ich würde dich gerne sehen, was das angeht. Hä? So, ach so, wir haben ja noch den Japan-Grabstein. Den können wir auch nochmal platzieren. In der Nähe vom Bambus. Hier steht er ganz gut erstmal. So. Gucken wir mal, ob unsere Bewertung gestiegen ist. Würde mich mal interessieren, ob wir das vielleicht in diesem Part noch geschafft haben. Jetzt mit den ganzen selbstgebastelten Dingern, den gepflanzten Blumen. So, komm mal her, Melinda. Das Insel-Image. Nee, immer noch 2 Sterne. Oh, sie sagt immer dasselbe. Das ist ein bisschen nervig. Obstbäume, noch mehr Bäume, Alter? Oh, nee, komm. Bäume lassen wir mal bleiben. Davon haben wir schon mehr als genug. Und Bäume kosten halt Platz ohne Ende. So, aber wir werden im nächsten Part damit fortsetzen. Ich hoffe, ich schaffe es bis morgen dann ein bisschen was zu farmen. Aber ich glaube eher nicht. Dann werden wir morgen relativ viel mit Farmen verbringen. Also wenn ich morgen die Aufnahmen dann mache. Zäune schaffen Räume. Was steht denn da? Um eine leere Fläche zu einem Garten zu machen, brauchst du eigentlich nur eines. Einen Zaun. Wer fleißig sein eigenes Reich umzäunt, wird von Nuke Inc. mit Meilen belohnt. Gut, das haben wir gemacht. Das war's dann auch mit diesem Part. Wir haben Nukes neuen Laden gesehen. Der hatte leider für uns nichts im Angebot. Wäre schön gewesen, aber... Tja. Man kann nicht alles haben, würde ich mal sagen. So, vielleicht hole ich mir auch für den nächsten Part ein bisschen was von meinem privaten Account, weil da habe ich so einiges gefarmt an Holz und so. Also, da kann ich mir ein bisschen was holen. Aber, Leute, ich beende hier erstmal den Part. Im nächsten Part werden wir entweder farmen oder weitere Sachen verteilen, damit wir auf Rang 3 kommen. Und vielleicht haben wir dann schon das Glück und haben Rang 3 erreicht und dann können wir unsere Insel endlich umgestalten. Mehr gibt's aber von mir nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!